Am 27. Mai legte die Seabourn Ovation in Wismar an. Im Jahr 2018 stach das Kreuzfahrtschiff das erste Mal in See. Mit einer Länge von 210 Metern und einer Breite von 28 Metern dient es als Kreuzfahrtschiff für ca. 604 Passagiere. Aktuell reist die Seabourn Ovation 21 Tage durch Westeuropa mit einer Geschwindigkeit von 18 Knoten. Begonnen hat die Reise in Lissabon. Die Route beinhaltet beispielsweise Ferrol in Spanien, Saint Malo in Frankreich und Oslo in Norwegen. Es fährt unter der Flagge der Bahamas und verließ am Abend des 27. die Hansestadt. Dann fährt das Schiff nach Hamburg und wird dort die Reise beenden.